Am letzten Juniwochenende gingen auf der Anlage am Big Bargen in Halstenbek insgesamt 92 Mannschaften beim traditionellen HT Beach Cup auf die sandige Handballtorjagd. Wir sind hier auf dem HT Beach Cup. Er findet zum 20. Mal statt. Nach 2 Jahren Corona-Unterbrechung das erste Mal wieder heute bei bestem Wetter in Halstenbek auf der Beachanlage. Beachhandball hat sich durchgesetzt als wirklich adäquate Sportart im Sommer. Macht sehr viel Spaß. Die Stimmung ist großartig. Bei lauter Musik. Was kann man mehr erwarten? Das ist hervorragend. Wir haben gestern mit ca. 70 Jugendmannschaften gespielt, von der männlich-weiblich-D-Jugend hoch bis zur männlich-weiblich-A-Jugend. Heute sind wir mit 30 Erwachsenenmannschaften am Start. Die Mannschaften kommen aus dem Umland natürlich, aus Halstenbek, aus Rellingen, aus Schenefeld, aber auch aus Kremperheide, Lüneburg, Lauenburg, aus verschiedenen Gegenden. Ganz Schleswig-Holstein ist mit teilweise hier. Wir haben auch schon niedersächsische Mannschaften hier gehabt. Überregional bekannt das Turnier. Nach der 2-jährigen Corona-Zwangspause war das Turniergelände extra für den Beach Cup wieder auf Vordermann gebracht worden. Und bei den sommerlichen Temperaturen an den Turniertagen musste man sich auch zwischen den Matches intensiv um die Plätze und die Sportler und Sportlerinnen kümmern. Neben dem sportlichen Geschehen war der Beach Cup eine gute Gelegenheit für Institutionen und Initiativen, Präsenz zu zeigen bzw. sich bei den Halstenbeckern vorzustellen. Mein Name ist Michael Artmann. Ich bin im Vorstand der Solarinitiative Halstenbek. Das ist eine ganz neue Genossenschaft. Wir sind hier in Halstenbek gegründet worden im Februar. Und wir möchten auf den öffentlichen Dächern hier in der Gemeinde, aber auch in allen umliegenden Gemeinden in der ganzen Region Solaranlagen auf die öffentlichen Dächer bauen. Das heißt Schulen, Kindergärten, Volkshochschule, Feuerwehren, alles was da ist. Wir sind heute hier, weil es hier viele Leute gibt und wir möchten uns bekannt machen, auch bei den jungen Leuten. Die haben zwar noch nicht die eigenen Häuser und dieses viele Geld, aber das ist die Zukunft der Energieversorgung. Mein Name ist Michael Röhl, ich bin der Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr in Halstenbek und wir sind dieses Wochenende auch auf dem Beach Cup vom HT. Wir betreiben hier den Grillstand und verkaufen Grillfleisch, Würstchen und Pommes und freuen uns, dass wir diese tolle Veranstaltung unterstützen können. Nachdem die Jugendteams am Samstag ihr Turnier ausgetragen hatten, waren am Sonntag die Erwachsenenhandballer am Start. Die große Resonanz bei Mannschaften und Zuschauern bewies einmal mehr, dass Halstenbek eine echte Handballhochburg ist. Also ich liebe Handball, ich liebe die Gemeinschaft, ich liebe das Verein von Menschen. Es ist egal, wo du herkommst, egal wie du aussiehst. Und das ist das, was ich wirklich am schönsten finde. Und deswegen spiele ich Handball. Ich bin Lara, ich bin aus den ersten Damen von Halstenbek-Schenefeld. Im Verein, glaube ich, seit 12 Jahren. Und wir haben vor 10 Jahren, also 2012, das letzte Mal mit einer Mannschaft den Beach Cup gewonnen. Und dieses Jahr, nach 10 Jahren, wäre es eigentlich mal so weit, dass wir wieder gewinnen. Diese schönen Sieger-T-Shirts anhaben. Genau, wir sind ein ganz bunt gemischtes Team aus Jung und Alt und haben hier heute richtig Bock. Es ist total cool, dass wir nach, ich glaube, 3 Jahren oder so endlich wieder mal Beachhandball spielen können und diesen Beach Cup erleben können. Laras Hoffnung auf den Turniersieg erwies sich als berechtigt. Die Spielvereinigung Halstenbecker TS Blau-Weiß 96 Schenefeld setzte sich in einem packenden Finale im Penaltywerfen gegen die Damen von der HSG Kremperheide Münsterdorf durch. Dementsprechend groß war die Freude bei der Siegerehrung. Auch bei den Herren endete das Turnier mit einem Heimsieg. Die Stiftung Wadentest, ein Team bestehend aus ehemaligen A-Jugendspielern aus Halstenbek und Schenefeld, benötigte allerdings auch das Penaltywerfen, um über die Buckbeach Boys zu triumphieren. Man darf schon jetzt gespannt sein, ob die Halstenbeker Handballer und Handballerinnen auch beim HT Beach Cup 2023 wieder der große Wurf gelingt und sie sich die begehrten Sieger-T-Shirts erhaschen können.